Heute mache ich mit euch zusammen ein leckeres asiatisches Gericht mit Rindfleisch. Dabei verrate ich euch einen Geheimtipp, wie das Rindfleisch in Sekunden butterzart wird, wie beim Asiaten. Also bleibt bis zum Ende dran. Ich habe hier 600 Gramm Rindfleisch. Das reicht so für ca. 4-5 Portionen. Ja, schneidet schöne dünne Scheiben von dem Rind. Und das müssen wir in kleine Stücke schneiden. Darauf kommen jetzt 2 Teelöffel Natron. Und das Ganze wird jetzt durchgemischt. Und dann decken wir das Ganze ab und lassen das circa eine Stunde lang stehen. Ich habe das Fleisch jetzt eine Stunde ziehen lassen in den Natron, habe das abgewaschen und abtropfen lassen und jetzt mariniere ich. Dazu brauche ich 2 Esslöffel Reiswein, 2 Esslöffel Sojasauce und Speisestärke. Und das Ganze knete ich dann durch. Anschließend decke ich das nochmal ab und lasse das eine halbe Stunde ziehen. Jetzt bereiten wir die Soße vor und dazu brauchen wir 2 Esslöffel Sesamöl, 2 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Salz, Sojasauce und Austernsoße, 2 Esslöffel. Und das Ganze vermischen wir jetzt. Das können wir jetzt auf Seite stellen. Ich habe hier eine rote und eine weiße Zwiebel genommen, halbiert und dann in Streifen geschnitten. Lauchzwiebeln und Karotten in Streifen geschnitten. Wir machen jetzt etwas Olivenöl in die Pfanne und geben 2 klein gehackte Knoblauchzehen mit da rein und erhitzen das Ganze. Und dann kommt das Rindfleisch dazu. Das braten wir jetzt kurz ein bisschen an. Machen den Deckel drauf und das Ganze jetzt für ca. 3 Minuten braten, köcheln. Zwischendurch kann man mal ein bisschen wenden. Nach 3 Minuten nehmen wir den Deckel ab, geben die Zwiebeln dazu. Die Karotten und die Soße dazu. Noch eine Handvoll Lauchzwiebeln dabei und dann lassen wir das gehen. Ungefähr noch mal so 1-2 Minuten. Das sieht sehr gut aus. Wir nähern uns jetzt auch gleich dem Kochende und ich kann euch garantieren, das schmeckt klasse, wie als hättet ihr beim Chinesen bestellt. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Teller vorbereiten. Das Ganze serviere ich immer mit Reis. Dazu habe ich halt so einen Thai-Reis fertig gemacht in meinem Reiskocher. Und dazu serviere ich dann das Fleisch. Normalerweise wäre das Rindfleisch nach 3 Minuten zäh. Aber dadurch, dass wir es vorher in Natron eingelegt haben, braucht das Fleisch nur wenige Sekunden, um butterzart zu werden. Ich finde, das sieht sehr gelungen aus. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit.